So, dann wollen wir mal schauen. Weil ich sehe gerade, hier ist noch eine Tür. Okay, die ist abgeschlossen. Das heißt, die gehen jetzt auf gut Glück mit hier rein. Na, herzlichen Glückwunsch. Alter, steht hier wieder auf. Ich glaube, es hackt bei ihm. Boah, mach sowas nicht. Alter, wo bin ich hier? Was ist das? Okay, die ist auch verschlossen. Alter, ich will nicht mehr. Einfach um die Typen bitte die Messer her. Munition für die Schrotflinte. Okay, und? Scheiße! Hier gibt's nichts mehr für uns. Nein, nein, nein. Piss mir nicht ins Knie, Junge. Piss mir nicht ins Knie. Alter, du willst mir doch nicht allen Ernstes erzählen, dass wir jetzt an diesem Vieh vorbei müssen. Alter, piss mir nicht ins Bein. Oh, fuck. Ernsthaft? Dadurch sind wir gekommen. Und das ist die einzige Tür, die bleibt, weil die hinten waren wir schon. Boah, komm. Hier gibt's nichts mehr für uns. Das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich denn das Vieh bitte besiegen? Ich glaube nicht, dass das nach 3 Schuss mit der Schrot umfällt. Alter Finne, wollt ihr mich verarschen? Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Oh Mann. Ja, den Brief kennen wir. Wir haben zwar ein First Aid Kit, aber... Das Ding könnte ich auch verschieben. Moment mal. Ey, dann tu's doch mal. Das geht nicht in die Richtung. Geht es in die andere Richtung? Eine halbautomatische Schrotflinte für 7 Patronen. Ach, guck mal an. Ach, guck mal an. I have an idea. Wir nehmen das hier und verbinden das damit. Dann nehmen wir die hier und geben sie mal unserem Kollegen. Weil mit Doppelschrotflinte lässt sich dann, glaube ich, doch ein bisschen besser hantieren. Wie geht's ihm eigentlich? Okay, der ist gut dabei. Wir kommen hier nicht durch. Das heißt, wir müssen das Vieh besiegen. Wir haben... Ich bin ganz sicher. Wir haben keine andere Möglichkeit. Ich habe auch den Fehler gemacht und, schön schieben. Ich habe jetzt auch den brillanten Fehler gemacht und bin in diesem Raum geblieben. Statt einfach mal rauszulaufen. Kann ich das Ding nicht einfach vorher abknallen? Normalerweise passiert so lange nichts, wie ich das hier mache. Kann ich das abbrechen? Nein. Okay, wir müssen jetzt gleich versuchen rauszukommen, so schnell es geht. Und natürlich währenddessen so feuern. Ich hoffe, 14 Schuss reicht, um dieses Ding niederzustrecken. Ich hoffe es wirklich. Und ich hoffe, dass ich rechtzeitig genug laufen kann. Laufen, schießen, laufen, schießen. Warum mache ich das normalerweise bei Left 4 Dead auch? Schrei mich nicht so an! Ich bin hier gerade am Reden!
Holy fucking shit, holy fucking shit, holy fucking shit. Ja, okay, das war's dann. Okay, wir lernen noch ein einziges Mal neu. Holen uns jetzt nochmal alles, bla bla bla. Scheiße. Und es reicht, mit der Schrot auf ihn zu ballern. Das ist schon mal gut. Aber. Die Leute wüssten, was unter der Schule ist. Alter, klappt das. Warum klappt das nicht, ohne dass einer stirbt? Das nervt mich. Scheiße. Wieso klappt das bitte nicht, ohne dass einer stirbt? Ratatatata. Wenn also das Ding durchsticht dich einmal, dann hast du es hinter dir. Gut, jetzt gehen wir erstmal nach da hinten. Boah, diese Schreie sind so grauenvoll, wirklich. So, dann haben wir erstmal in die Wand geballert. Hier kriegen wir nochmal Muni für die Schrot. Da war ja zu. Nur noch einmal so, bitte, bitte. Das ist zu, okay. Ich werde jetzt vor dem Ding nochmal speichern, weil, ganz ehrlich, ich will die beiden einfach nicht verlieren. Es sind jetzt schon Shannon und Ashley tot. Das heißt, wir haben schon zwei verloren. Gut, Ashley ist unglücklicherweise vom Aufzug zerquetscht worden. Meine Stimme geht flöten. Das ist auch sehr sexy. So, hier hatten wir das, das kennen wir. Ah, das First Aid Kit. Ach ja, und den Herrn. Hier gibt's nichts mehr für da uns. War ja was. Oh, fuck, shit. Ganz ehrlich, das regt mich gerade richtig auf. Ich meine, geil, dass wir noch eine Schrot finden, aber ich komme nicht mal raus aus dem Raum. Ich schaffe es nicht, diesen Raum zu verlassen. Ich da gegen die Sohle, ohne dass der mich direkt kriegt. Der spießt halt einen direkt auf, so wie ich stylisch das Ding einfach mal durch die Tür schieben kann. So, dann wieder die Nummer mit dem Klebeband. So, dann die Nummer. Beide haben ihre Schrot. Und jetzt möchte ich einmal speichern den Heizungskeller über. Damit würde ich erst mal so weit laufen müssen. Alles aufgenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich sehr gut schießen kann, ey, ganz ehrlich. Ich hab 3 oder 4 Schuss hat er gefressen. Wenn ich schnell genug bin, müsste ich es schaffen. Ah, ich stelle mich aber auch so selten dämlich gerade an. Kann ich das hier einfach irgendwie wegmachen? Oh mein Gott! Ja. Wunderbar. Okay, der hat noch genug in seiner Schrot. Eine Leuchtgranate. Gibt's nichts mehr zu holen. Was soll ich denn jetzt mit einer Leuchtgranate?
Oh ja, toll, Stan ist tot. Ich sehe gleich kommt, dass wir schon wieder sterben werden. Das ist doch nicht normal. Natürlich trauert er jetzt erstmal, während das Vieh da ist. Das ist tot. Okay, wir sind komplett auf uns allein gestellt. Probier das mal! Was? Wie aus? Ich hab so ziemlich. Warum sind jetzt überall diese Viecher? Ich hab den Typen doch getötet. Warum? Scheiße, tut das weh. Probier das mal. Nein. Ja, probier das mal. Wir sind schon wieder tot. Game over. Ich hab keine Ahnung. Draußen tauchen zwei danach auf. In dem Raum ist dann auch noch mal einer. Alter, wir kriegen ganz schön auf die Fresse, möchte ich sagen. Halleluja. So, jetzt stelle ich mal so hin, dass du auch in der Ecke bist. Oh mein Gott! Friss das! Alter! So, soll es gleich wieder sterben, ich hole uns mal kurz das First Aid Kit. Ja, freu dich, dein Kumpel liegt daneben dir tot. Kannst dich freuen, Landleistung. Ich habe das Gefühl mit der Blendgranate. Bestimmte Waffen. Aber mit der Leuchtgranate kann ich den Viecher draußen kurz mal ablenken. Ich hoffe es, ich hoffe es. Ich meine, wir sind eh tot. Wir sind toter als tot. Toter geht's gar nicht mehr. Alter. Unglaublich, was hier gerade abgeht. Ach natürlich, mit der Blendgranate konnte ich beide besiegen. Ich werde es vielleicht später nochmal spielen und so, dass die beiden halt überleben. Der ernsthaft? Ich hab dem 7 Schuss reingewirkt und der lebt immer noch.
Will ich mich verarschen? Ich bin schon wieder fast tot. Der one-hittet mich fast. Bin ich hier in einem schlechten MMO oder was? Alter, der wollte mich doch verarschen. Es sind keine Schlösser mehr übrig. Ey. Das ist ziemlich fucking behindert gerade. Gut, ich hätte mir das hier schenken können, reinzugehen, aber... Das kann man doch nicht machen. Die sind doch viel zu stark. Ich bitte euch, macht so einen Scheiß nicht. Vor allem, wie soll ich denn jetzt weiterkommen? Es war ja alles verschlossen hier. Wow. Alter! Das wird dich ruhig stellen. Ja, dich allerdings gleich auch. Wo kommen die jetzt alle zum Henker her? Und wo kann ich weiter? Ich weiß es nicht. Weil hier war ja alles verschüttet und so. Ich bin fast tot. Die Türen sind abgeschlossen. Was soll ich denn jetzt machen? Ashley ist tot, Shannon ist tot, Stan ist tot, Stan lebt, Josh ist tot. Warum war das schon wieder so ein großes Vieh? Hm? Ich weiß es einfach nicht. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Obscur. Bis dahin, haut rein.